Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, in der letzten Folge sind wir mit dem Marco schon mal auf dem Weg gewesen, nachdem wir die Garage gereinigt hatten von den Geth, auf dem Weg zu Gipfel 15. Aber was kommt uns auf die Quere? Ja, auf die Quere. In die Quere noch mehr Geth. Und mit diesen Geth-Worten, sag ich mal gässig Hallo zu den anderen Geth, die wir jetzt auch gässig platt machen. Falls wir nicht vorher abgemurkst werden. Weil wegen Raketen, Scheiße. Wow, das war Pro ausgewichen. Das war Scheiße. Whee! Woo! You can't hit me. Can't touch this. Wow! Boah, wie lang ist das Wort, dass ich den platt geschossen hatte? Nein, der ging doch einfacher. Keine Kampfläufer. Kampfläufer, scheiße, Viecher. Ich hätte aber kleiner zu sein. Ich hasse die Viecher. Nochmal Raketgeschütze, hey. Nein, lass mich nur. Wie gesagt, lass mich in Ruhe. Ich bin noch im Wald. Schön. Wow. Ich treffe den nicht richtig. Ich treffe den nicht richtig. Da, dich treffe ich aber richtig. Wir wurden getroffen. Ja, was du nicht sagst. So. Boah. Ja. Geil. Abgeschlossene Kackkiste. Ich kann nicht speichern. Wollt ihr mich verarschen, ey? Wenn ich da wieder drauf gehe, ne? Ich könnte so rumkotzen. Weil das wird noch ein langer Weg. Bitte keine Geld mehr. Bitte, 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 bitte. So, die Einrichtung kann vollgespickt machen sein Geld. Das ist mir dann vollkommen egal. Hauptsache hier noch keine mehr. Aber mit Markus ist mir das zu kriminell. Es kommt noch mehr Geld. Ich könnte so kotzen. Kotz, 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 kotz. Ja, ich verzichte erstmal auf den Kodex, bis ich hier diese Marco-Passage hinter mir gebracht habe. Wow, drifte nicht zu sehr. Ja, geil, da ist ja noch ein. Super. Ja, noch mehr. Hey, Raketenschütze. So, wir parken hier mal so, theoretisch. Und sagen: Hallo, ihr Wichser. Na, wie gefällt euch das? Auch. Ja, komm. Ich wollte ihn gerade hauen. So, gut. Ha, der fast am Arsch. Zumindest brennt er noch nicht. Das Schild darf sich auch regenerieren, wenn es mag. Ich darf speichern. Leck mich am Arsch. So, Gott sei Dank. Jetzt kann ich wieder so ein dünnes, geradeaus fahren. Einfach irgendwo hin. Yay. Ich kann so gut fahren. Das ist Wahnsinn. Wie? Boah, zu früh, geil. Wie langsam fliegen die fucking Raketen, ey? Wupp. So. Geil, habe ich ja gar nicht gesehen. Wir sind fast am Arsch. Marco, 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 Marco. Wow. Keine Geld mehr, bitte. Ey, Mann, der Marco hält dann nicht mehr lange durch. Ja, leck mich am Detech. Ich sehe, glaube ich, ein bisschen sehr schwarz. What the fuck, ich gucke mir mal die Karte an. Ja. Hier kam ich her. Bis hier. Und das noch da. Ja, geil. Das wird ein Spaß.
Na, was ist denn da? Nur ein Turm? Bitte. Ja, da. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren, ey. Hauptsache es kommen nur Türme. Damit kann ich ja noch leben. Da kann ich ja noch gut ausweichen. Aber wenn so einzelne kleine Fuzzis kommen. Ja. Fahr doch richtig. Meine Gott. Meine Gott. So. Ich will schließlich sehen, wie viel Schaden ich mache. Wow. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Und am Arsch. Hui. Wenigstens, ja, echt wenigstens regeneriert gerade der Schild sich auf, ey. Bei der Makoso, der hält echt nichts aus. Dupti-dupti-du. Ich glaube, da regeneriert sich auch ein bisschen der Mako. Ich speichere. Ja, ich speichere auf der Karte. Ne? Ich speichere aber nochmal. Weil das ist mir echt nicht koscher. So, noch ein Türmchen. Ach, das ist das Ende? Ist das Ende? Wow! Alter. Mal ganz. Euch, ne? Überhitze Kacke ist überhitzt. So. Da ist auf jeden Fall noch. Ja, das ist das Ende, weil hier, wie wir sehen können, kommen wir nicht rein. Aber so. Ja, und wie machen wir das denn so? Ah, gut. Schild auch. Ach, Schild. Helm auch automatisch wegteleportiert. Hallo. Wow. Auf jeden Fall sind hier Sneepers. Wow. Alter Falter. Ich sehe noch nicht mal die Gegner, ey, und die explodiert schon alles um mich herum. Ach so, wow, ein Titan. Boah, Gott sei Dank. Stufe aufgestiegen. Hier ist doch gerade so ein kleines. Ja, da stand. Ich finde. Ich krieg dich schon irgendwann ins Visier. Ja, hier. Wow. Erstmal ist mir erstmal vollkommen alles egal. Kampfpanzerung. Schwere Panzerung. Dankeschön. Schmeicheln. Dankeschön. So, du darfst noch ein bisschen auf Werfen haben, damit du irgendwann Heben freischaltest. Du darfst. Ja, Sturmgewehr. Schrotflinten freigeschaltet. Darfst auf Schrotflinten gehen. So. Ja, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ah, hier. Bam! Fette Rüstung. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Quatsch da. Ja gut, dass er nichts anderes tragen kann. So. Now we're talking. Ja, jetzt habe ich auch 4. Na, eigentlich kann dort noch ein bisschen. Ich kann aber Attentat verwenden. Schilde dürfen sich auch jetzt aufladen, wenn sie mögen. Rex darf vorne gehen, er hat ja Schrotflinte. Schilde sind voll. Wow, Attentat. Bäm. Hallo? Kack.
Kroganer-Viecher, ey. Bäm. Wir haben Medigel dafür bekommen. Medigel. Bäm. Bäm. Und bäm. Hier sind noch irgendwelche Viecher. Jupp. Da ist irgendeiner. Ja, gut. Und tschüss. Warnung. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Sehr schön. Ah, ich brauche schon gar nicht mehr einzusetzen. Ja, ist schon wieder vergiftet. Das Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Ja, gut. Gesicherte Kisten. Und eine Upgrade-Kiste. Da hinten. Meins. Mein Schatz. Panzerbrechen und Phasenmunition. Ja, würde ich mal sagen. Hier machen wir die Codex. Zeit. Wir haben hier nicht mehr viel. Schiff und Fahrzeuge. Raumschiffe, Fregatten. Fregatten sind leichte Eskorten und Aufklärungsraumschiffe. Sie sind oftmals mit Guardian-Systemen zum Schutz größerer Schiffe vor Jägern ausgerüstet und werden vor allem Squad Marines für Sicherheit und Landeeinsätze begleitet. Im Gegensatz zu größeren Schiffen können Fregatten auf Planeten landen. Die Antriebssysteme von Fregatten ermöglichen Reisen mit hoher ÖRG. Zudem verfügen sie über proportional gesehen besonders starke Triebwerke und extrem leichtes Gewicht, was sie außerordentlich manövrierfähig macht. Durch ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sind Fregatten im Raumkampf gegen Distanzbeschutz geschützt. Bis die Projektile den Aufschlagspunkt erreicht haben, sind sie schlicht nicht mehr an der gleichen Stelle. Bei Flottenraumkämpfen werden die Fregatten zu Flottillen mit 4 bis 6 Schiffen formiert, die sich Wolfsrudel nennen. Wolfsrudel jagt durch die feindliche Formation und greifen Schiffe an, deren kinetischen Barrieren Schaden durch die Disruptor-Torpedos von ihren genommen haben. Das Wolfsrudel umkreist die eingeschlagenen Feindschiffe, während sie selbst durch überlegene Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit dem Beschuss ausweichen. Die Allianz-Fregatten werden nach den großen Schlachten in der Geschichte der Menschheit benannt. Okay. Raumschiffe Hitzetechnologie. Eine der größten Herausforderungen für Kriegsschiffe ist die Abstrahlung der durch die Bordsysteme entstehende Hitze. Wenn ein Schiff diese Überschusshitze nicht abgeben kann, läuft die Crew Gefahr, bei gefährlichem Leib gegart zu werden. Im Vakuum lässt sich diese Hitze nur über Strahlung abgeben. Zivilschiffe setzen zu diesem Zweck große, zerbrechliche Radiatorflügel ein, okay, die sich nicht durch Panzerung schützen lassen. Kriegerschiffe dagegen verwenden DRA-Systeme, diffuse Radiator-Arrays, die aus Keramikpanelen entlang der Schiffsaußenhülle bestehen. Über Thermosensoren werden deshalb die Schiffe in Streifenform wahrgenommen. Die genaue Anordnung dieser Paneelen hängt von der Anordnung der einzelnen Schiffe ab. Jedes Schiff zeigt ein anderes Installationsmuster. Bei älteren Schiffen erscheinen die DRA-Paneelen rot oder weiß glühend. Die von den Menschen Tigerstreifen oder Kriegsbemalung genannten glühenden DRA-Paneelen zeigen sogar psychologische Wirkung auf Piraten und andere nicht militärische Gegner. Die Einzelpaneelen sind zwar nicht so effektiv wie die DRA-Flügel von Zivilschiffen, bieten aber den Vorteil, dass bei der Beschädigung eines Panels die Hitzeabgabe nur geringfügig eingeschränkt wird. In den meisten Fällen kann ein Schiff problemlos allein mit Hilfe des DRA-Systems reisen. Einsätze inmitten von Solarsystemen sind mitunter schon problematischer. Während eines Raumkampfes erzeugt ein Schiff riesige Mengen Hitze allein durch das Manövrieren und das Abfallen von Waffen. Aus diesem Grund nutzen die Kriegsschiffe in Top-Kampfsituationen sogenannte Tröpfchenhitzespeicher. Ein solches System besteht aus mit flüssigem Natrium oder Lithium gefüllten Tanks, die diese Hitze absorbieren können. Die mit Hitze angereicherte Flüssigkeit wird dann als mikroskopisch feines Spray über den Bug des Schiffes in den Weltraum abgegeben. Das Spray wird dann am Heck des Schiffes aufgefangen und wieder ins System eingespeist. Dieses Speichersystem kann 110 bis 100 Mal mehr Hitze absorbieren als die DRA-Scheiße da. Paneele. Die vor dem Bug entstehende Tröpfchen wirken ähneln dem Kielwasser eines Schiffs im Wasser. Die Tröpfchen werden in kurzen Schieben ausgegeben und erzeugen um das Schiff herum eine Spur, die jede Bewegung des Schiffs folgt. Ja, damit endet